Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreadout, wo es hier scheiße dunkel ist. Wo sind wir? Let's Plays mit Horror und Hund. Ist da vorne? Ne, da vorne ist. Wir sind immer noch hier in diesem... Oh, der Hund! In diesem Raum gefangen. Dieser Gang, dieser miese, fieserige Gang. Hä? Siehst du das? Das. Jani kriegt schon wieder Angst zu tun. Abhauen. Aber hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ja. What? Die habe ich gerade auf der Kamera gesehen. Das ist ja kein Wunder, dass wir uns beim letzten Mal hier so ewig jetzt. Immer diese ekelhaften Viecher. Wir sind wieder im Eingangsbereich. Vor allen Dingen, warum sind wir mitten im Raum rausgekommen? Warte mal ganz kurz. Hier ist immer noch irgendwas blau. Die Tür. Oh Gott! Ah, super. Warum nicht? Ich habe sie geknipst, aber... Sieht auch nicht aus wie ein gewöhnlicher Geist. Irgendwie. Ja, sie ist die ganze Zeit da. Was? Müssen wir das hier knipsen? Nee, aber wir können auf E drücken. Die macht den Mund zu, da kommen Schaben. Super. Das bringt uns jetzt hier von Raum. Was? Wo sind wir jetzt? Wir sind hier oben. Und warum haben wir diese Fliegeviecher am Arsch? Oh nein. Das ist noch unlocked. Oh, scheiße. Vieh, ey. Kommt jetzt hinter uns her? Ist die gerade durch die Tür durchgeflogen? Ja. Ja, wunderbar. Hier rein, komm. Diese Musik, ey. Klingt so indonesische Musik, ich finde das klingt so ein bisschen indisch. Wo ist denn das indische Indonesisch? Können wir jetzt hier fliehen? Holt denn alles aus ihrem Mund raus? Ich glaube, die portet uns immer wieder dahin. Warum noch? Ist unsere Steuerung jetzt komplett ge... Ja, die ist komplett andersrum. Boah. Nein. Und wir können jetzt... Haben wir jetzt die ganze Zeit die Ratte um uns rum? Ja, die invertiert unsere Steuerung. So eine fiese Ratte, ich wusste schon immer, dass... Hier, Katze! Ratten, Katze, nimm die Ratte! ...dass Rattensteuerung invertieren kann. Warum juckt's mich denn gerade an den Nacken? Okay, das heißt, wir müssen jetzt anscheinend immer wieder nach vorne kommen erstmal. Und irgendwas zu tun jetzt. Lauf an ihr mal vorbei, lauf an ihr vorbei. Ich kann ja auch nicht knipsen, weil die Ratte mich ja behindert. Ja, ja. Und... Also diese invertierte Steuerung, langsam gewöhne ich mich dran. Danach kann ich wahrscheinlich nie wieder mit anders spielen. Nein, nein, falsch. Schlimmste ist die Musik. Jetzt kann man wieder knipsen. Was? Okay. Wer ist sie? Ah, der Witz ist, wir sind ja eigentlich losgelaufen, um uns... Hm.
um unsere Freunde zu finden. Okay, das war jetzt ein etwas kürzerer Teil. Aber man konnte nicht anders, dass es jetzt hier zu Ende ist. Sonst hätten wir uns am letzten Mal dann noch ein bisschen näher informiert. Okay, aber es ist ja nur der erste Teil. Wir müssen immer noch unsere Freunde finden. Wir sind nur aus der Schule wieder raus. Wir haben es ja gerade schon gelesen, to be continued. Die Frage ist, wo sind die jetzt alle? Die sollten ja eigentlich, denke ich mal, noch in der Schule sein. Aber vielleicht sind die ja schon irgendwie rausgekommen oder sind verschleppt worden oder sonst irgendwas. Oder liegen zerstückelt irgendwo im Busch draußen. Wir wissen es nicht. Vielleicht sind sie auch durch diese Ratte in den Wahnsinn getrieben und laufen jetzt immer in die falsche Richtung, weil sie ihre Steuerung nicht verstehen. Oder sie sind selber zu Geistern geworden und übernommen worden. Wir wissen es nicht. Wir haben ja wirklich gar keine Hinweise davon gesehen von denen. Was wir nur sagen können ist, es wird definitiv nicht das Letzte, was wir sehen, was wir von Dreadout, andersrum. Das war bestimmt nicht das Letzte von Dreadout, was wir gesehen haben. So rum, genau. Wir haben nochmal so ein kleines Special für euch vor, was wir noch machen wollten am Montag. Genau, am Montag nochmal so ein paar Szenen, ein paar Schockmomente und, Das ist verraten. Oh, okay. Sollte ich das nicht? Egal. Also wir wollen für euch am Montag nochmal so ein bisschen so ein Best-of zusammenschneiden, haben wir uns vor. Und danach lassen wir diese Horrorreihe nicht unbedingt auslaufen. Wir haben vor, noch ein bisschen was anderes zu machen. Gucken wir mal, ob wir ein anderes Spiel finden, was uns zusagt. Ansonsten mal schauen. Aber definitiv wird es mit diesem Spiel, sobald es geht, weitergehen. Soll ja dieses Jahr Frühjahr, also tendenziell hätte es schon längst da sein sollen, was kommen. Aber dann machen wir gar nicht so lange mehr rum. Genießt den Abspann, die Ruhe vorerst. Die Ruhe vor dem Sturm. Es wird weitergehen. Und ich glaube, das war noch längst nicht alles, wenn man den Bildern trauen kann, die man bis jetzt schon von dem Teil 2 sieht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.